Hey, heute gibt es wieder eine weitere Folge der Jahreszyklus-Serie. Wir sind im Mai und ja, der Monat der Sinne und der Lebenslust. Ich verlinke dir mal die Playlist der anderen Monate in einer Infokarte. Und auch das Buch, mit dem ich immer zusammen das rausarbeite, das packe ich dir mal in die Infobox, falls dich das interessiert. Da sind noch viele weitere Hinweise für der, das begleitet dich durchs ganze Jahr und du kannst da mal schauen, was da gerade so für Themen da sind. Und ja, der Mai. Du hast es vielleicht schon gemerkt. Ich bin umgeben von Grün. Das Grün ist saftig und dieses schöne Maigrün, es ist dieses leuchtende Grün, das was einen nach draußen lockt. Ja, man hat wieder Lust, nach draußen zu gehen, an die frische Luft. Die Tage werden merklich länger und dadurch ist es wärmer oder es ist einfach wärmer, die Tage werden länger, es gibt mehr Licht und ja. Überall sprießt es, die Sinne sind angeregt, ja, deswegen der Monat der Sinne, der Sinnlichkeit. Wir haben die Blüten, die lecker duften, wir haben die Kräuter, die Wildkräuter, die intensiv schmecken. Du hörst hier vielleicht auch im Hintergrund die Vögel zwitschern. Wir haben das Fühlen, das Spüren, ja, die Sinnlichkeit, die und ja, alle Sinne werden angeregt und die Lebenslust kehrt wieder zurück. Ne? Man hat Lust, was zu machen, man hat Lust, was auf die Beine zu stellen und was zu kreieren und Dinge, die man sich vielleicht im Winter irgendwann ausgedacht hat, zu verwirklichen. Im Mai haben wir auch noch die Eisheiligen. Das sind sozusagen die allerletzten Boten des Winters. Wenn wir die überstanden haben im Mai, dann wird es nur noch wärmer. Dann wird es nur noch reifer und die Früchte werden immer, immer saftiger. Ja, jetzt kommen bald dann die Erdbeeren, ich schiele da schon drauf, aber da müssen wir uns wohl bis zum Juni gedulden. Und ja, aber wie gesagt, die Eisheiligen noch durchstehen und dann ist es vollbracht. Ja. Dann sind wir wirklich über das Kälteste, was es gibt, hinaus und dann lockt die Wärme. Ja, du kannst deine Lebenskraft wieder mehr spüren, wenn du ja in der Natur als Spiegel auch siehst, wie da die Kraft zurückkehrt, ja, wie die an die Oberfläche immer mehr rauskommt, immer sichtbarer wird, immer deutlicher. Ja? Im April war das eher noch zart und jetzt kann man es einfach nicht mehr übersehen, was da an Kraft in der Natur steckt. Diese Frühlingskraft, ja, die so explodiert, die sich nicht zurückhalten lässt, die einfach nach draußen drängt. Und diese Kraft, ja, die kannst du dir zunutze machen für eigene Projekte. Und man sagt ja auch, ja, oder ich hab's einfach selber beobachtet, so viele Pärchen, so die Frühlingsgefühle, ja, die Insekten, die so rumschwirren. Und es ist einfach, es ist diese Leichtigkeit des Frühlings, ja, dieses Neue, der Neubeginn. Und ich habe ganz viele schwangere Frauen gesehen mit dicken Bäuchen, also das ist so der kalte Winter, das Vergnügen des kalten Winters wird jetzt sichtbar. Und ja, es ist eine sehr fruchtbare Zeit auch, ja, wo die Tiere ganz viele Junge bekommen und einfach, ja, die, sei es bei uns Menschen oder sei es bei den, also sei es sozusagen in Form von Kindern oder sei es in Form von Gedanken, aber dass die Projekte einfach zu sprießen beginnen und ja, in Erfüllung gehen und sichtbar werden. Du erfährst einfach einen Anschub und ich spüre so die Lust, einfach Neues auf die Beine zu stellen und diese Lebenslust, ja. Die wünsche ich dir ganz besonders jetzt im Mai, dass du die entdeckst und entfaltest und einfach, ja, dass
da dich mittragen lässt von der Natur, von den, ja, von dem Schwingen der Natur. Genau. Ja, das würde ich sagen, war es jetzt schon zu dem Mai. Wie gesagt, alle anderen Teile findest du in einer Playlist. Und wenn du Fragen hast oder Anregungen, ist eigene Ergänzungen noch, dann schreib mir gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich dir alles, alles Liebe und bis bald.